Für viele Leute gehört er einfach dazu. Die Tasse Kaffee am Morgen. Laut einer Studie trinkt jeder Deutsche rund 7,2 Kilo Kaffee im Jahr. Zum Anlass des heutigen Tag des Kaffees haben wir Ulrike Ohler besucht. Sie ist leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Nachdem sie aus einer Statistik erfahren hat, dass Kaffee durch Acrylamide belastet ist, hat sie beschlossen, ihren eigenen Kaffee zu rösten. Normalerweise ist es so, wenn mir jemand mal den Kaffee hier getrunken hat und probiert hat zu Hause, dass er danach anderen Kaffee gar nicht mehr so gerne trinken mag oder kaufen mag. Das Besondere ist, dass dieser bei einer niedrigen Temperatur zubereitet wird. Im Jahre 2007 hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und eine eigene Kaffeerösterei in der Albertusstraße eröffnet. Kunden beraten und Kaffee zubereiten, das macht ihr sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es am Kaffeegeruch liegt, der hier den ganzen Tag im Laden schwebt. Auf jeden Fall riecht es hier gut. Jetzt wollen wir natürlich einmal wissen, ob die Mönchengladbacher eher Kaffee- oder Teetrinker sind. Ich bin definitiv Kaffeetrinker. Kaffee. Kaffee. Tee. Ganz auch sicher. Tee. Kaffeetrinker. Kaffee. Kaffee. Ohne geht gar nicht. Ja, irgendwie freue ich mich da morgens drauf. Eine Tasse Kaffee und beginnt der Tag sofort gut. Gemütlichkeit, riecht lecker und macht halt wach. Ne? Ich finde den Geschmack, der ist einfach viel zu herb. Bei Tee gibt es viel mehr verschiedene Sorten und das finde ich viel leckerer. Ich komme aus England. Das ist kulturell wahrscheinlich schon. Keine Tea Time in Mönchengladbach, hier ist Kaffeezeit. Und wie viele Tassen trinken die Bürger am Tag? Ja, so 4, 5 manchmal. Werden schon. Und bei mir sind 3 Pötte. Na, ich schätze mal so 3, 4 am Tag. 3 bis 4 Tassen. Damit liegen sie ganz eindeutig über dem Durchschnitt. Darauf noch eine leckere Tasse Kaffee.